Philippos ist tot, totgeprügelt nach der Abi-Feier seiner Schwester. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser gibt kein Statement dazu ab und verweist auf die Behörden in NRW. Und weil es noch nicht schlimm genug war, der Bürgermeister der Stadt, er rastet jetzt völlig aus. Er nimmt kein Blatt mehr vor den Mund und schiebt die Schuld dahin, wo sie hingehört, in die Bundes- und in die Landespolitik. Und als Sahnehäubchen gibt es noch den ersten türkischstämmigen Landrat aus Nordrhein-Westfalen, der hier ganz, ganz krasse und deutliche Worte findet, vor allem in Bezug auf Rassismus von Zugewanderten. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Philippos, ein 20-Jähriger, der totgeschlagen wurde. Ihr habt das alle sicherlich schon mitbekommen. Das Verbrechen ist an Gewalt kaum zu überbieten. Er wurde von einer Parkbank geschlagen und ist dann schon mit dem Kopf auf dem Boden eingeschlagen und war schon schwer verletzt. Und dann kam ein Täter, von dem wir inzwischen wissen, dass er erst 2018 in unser Land gekommen ist. Er ist geflohen aus Syrien, hat hier diesen jungen Mann so lange ins Gesicht geschlagen, dass er danach verstorben ist. Selbst die Begleiter um ihn herum konnten ihn nicht zurückhalten, das steht so im Polizeibericht. Er hat dann irgendwann von selbst, von seinem Opfer abgelassen und wollte den 19-Jährigen, der dabei war, auch noch attackieren. Die Gruppe ist geflüchtet und nur weil Alice Weidel im Deutschen Bundestag schon von Migrantengewalt, die explodiert, gesprochen hat, sah sich der Bürgermeister der Stadt Bad Oeynhausen dazu gezwungen, erstmal die Identität bzw. die Staatsangehörigkeit des mutmaßlichen Täters geheim zu halten, um an einer sachlichen Diskussion mitzuwirken. Jetzt ist es allerdings so, man hat es rausbekommen. Natürlich hat man es rausbekommen. Es ist ein Syrer, der 2018 zu uns gekommen ist. Aufenthaltsstatus ist im Moment unklar, zumindest öffentlich unklar. Und es gibt hier jetzt mehrere Statements, die einen wirklich nur noch fassungslos zurücklassen. Es ist unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die auf Nachfrage zu diesem Vorfall mitgeteilt hat, Zitat einer Sprecherin des Ministeriums: Die Bundesministerin hat immer wieder betont, dass Gewalt in der Demokratie durch nichts zu rechtfertigen ist und der Rechtsstaat Gewalt konsequent entgegentritt. Zu den konkreten Fällen bitten wir Sie, sich an die Behörden in Nordrhein-Westfalen zu wenden, sagt das Ministerium der Bundesinnenministerin, die bei jedem abgebrannten Flüchtlingsheim. Und dann müssen wir prüfen, wer ist dafür verantwortlich. Und die Antwort des Staates ist dann eine sehr harte. Wie wir eine Presseschalte gibt, mitten in der Nacht, öffentlich auf der Straße, die nach Sylt öffentlich in die Diskussion eingegriffen hat und auch nach Mannheim sich zu Wort gemeldet hat. Und hier ist es wieder ein 20-jähriger deutsch-polnisch-griechischer Mitbürger, der von uns gegangen ist, wegen der Gewalt von Zugewanderten. Zeigt mir mal einen Fall in diesem Jahr, wo ein deutscher Staatsbürger einen anderen mit einer Körperverletzung totgeschlagen hat. Zeigt mir einen. Es gibt sie mit Sicherheit, diese Fälle, aber das sind wenige. Heutzutage brauchen wir uns nur die Frage stellen, heute, 27. Juni, Donnerstag, welche Uhrzeit, welcher Ort, welche Tatwaffe? Das ist der Alltag in diesem Land. Und der Bürgermeister von Bad Oeynhausen, der zuerst nicht die Identität klären wollte, sagt jetzt hier, Zitat, unser System ist am Limit, was Plätze angeht, was Integration angeht. So wird es nicht mehr funktionieren, wenn wir Schulen haben, an denen 90% der Kinder Migrationshintergrund haben, dann wird es schwer, dort den Lehrstoff zu vermitteln und die Integration voranzutreiben. Das funktioniert so nicht mehr. Überhaupt, es mache ihn richtig wütend, dass Bundes- und Landespolitik alle Themen bei den Kommunen abladen. Von Flüchtlingsunterkünften bis Kitaplätze, die Haushalte sind tiefrot, wir haben explodierende Sozialkosten, hohe Tarifabschlüsse, das können wir alles nicht mehr stemmen. Das Personal fehlt überall in den Kommunen. Das sagt der Bürgermeister der Stadt Bad Oeynhausen, wo jetzt dieser Todesfall zu beklagen ist. Und man wollte hier noch jemanden finden. Es hieß ja am Anfang, es geht hier um südländisch aussehende Täter. Man hat jetzt hier den Landrat Ali Dogan gefunden, türkisch-kurdischer Abstammung. Er ist SPD-Mitglied, 42, ist Jurist und ist in der Stadt Minden der erste Landrat türkischer Abstammung. Er sollte die Situation besser verstehen, dachten alle, weil er migrantische Wurzeln hat. Und er sagt, er ist erschüttert von diesem Vorfall, von dieser sinnlosen Gewalt und spricht der Ermittlungsbehörden sein Vertrauen aus. Aber jetzt kommt es.
Er ist eben auch ein großer Fan davon, bestimmte Themen offener zu problematisieren. Er sagt in seinem Büro hier gegenüber Welt, Kalifatsforderer müssten Deutschland so schnell wie möglich verlassen. Er wolle auch keine extremistischen Migranten haben, keine Antisemiten. Fehler sieht er zudem bei der Mehrheitsgesellschaft, also bei der Ampel und bei allen hier, bei allen Gutmenschen, wenn ihr so wollt, wenn man 30, 40 Jahre lang behauptet, Migranten können keine Rassisten sein. Nein, Migranten sind dafür genauso zugänglich, wenn nicht noch mehr, weil sie teils aus sehr patriarchalischen, bildungsfernen Strukturen kommen. Das sind Probleme, die von der Mitte der Gesellschaft nicht genügend thematisiert werden, sagt Ali Dogan, Landrat mit türkischer Abstammung für die SPD in der Stadt Minden. Er sagt hier, er hat schon vor 15 Jahren in der SPD-Zentrale, also im Willy-Brandt-Haus in Berlin, gewarnt, dass auch in migrantischen Milieus irgendwann eher rechts als sozialdemokratisch gewählt werde, weil die Probleme dort eher gesehen würden. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zu diesem Hammer-Zitat? Es ist inzwischen offensichtlich, wir haben ein Problem mit der inneren Sicherheit. Wir haben hunderttausende Menschen, Millionen Menschen in unser Land gelassen und die Staatsanwaltschaft Berlin und inzwischen auch Cottbus ermitteln gegen Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes. Es geht um den Verdacht der illegalen Einreise und zwar nicht mehr nur von ein paar Einzelfällen in Islamabad. Wir gehen von mehreren tausend Fällen aus, wo trotz gefälschter Papiere und unklarer Identität auf Anweisung des Auswärtigen Amtes Visa erteilt wurden für die Einreise nach Deutschland. Das ist ein veritables Sicherheitsproblem, aber wenn wir nicht mal Frau von der Leyen an die Kandare nehmen können, dann sehe ich leider auch schwarz, dass wir Frau Baerbock hier juristisch zur Verantwortung ziehen könnten. Dabei gibt es hier offenkundige Rechtsbrüche und Rechtsverstöße in Ministerien, begangen von Beamten. Ich bin gespannt, ob am Ende dafür Beamte ins Gefängnis gehen, denn wer illegale Einreisen in dieses Land ermöglicht, der ist am Ende auch nur Menschenhändler wie ein Schlepper. Denn jeder, der nicht über den legalen Weg der Migration kommt, der beteiligt sich am Ende an diesem dreckigen Geschäft. In Bad Oeynhausen haben wir wieder gesehen, was das Ergebnis davon ist. Junge Migranten geraten mit jungen Deutschen in Streit und sie kennen kein Maß bei ihrem Konfliktpotenzial. Das ist ja hier das Problem. Dass wir alle untereinander in Streit geraten, ist völlig normal. Das ist auch in meiner Jugend passiert. Allerdings hat man sich dann irgendwann wieder zusammengerauft, hat sich die Hand gegeben und alles war in Ordnung. Heutzutage eskalieren diese Situationen. Gewisse Jugendliche befinden sich gefühlt im Blutrausch, wie es der Wolf macht zum Beispiel. Sie können dann nicht von ihrem Opfer ablassen. Und hier fordere ich zum Beispiel mal neurologische Untersuchungen von solchen Gewalttätern, die immer zu Kurzschlussreaktionen neigen. Denn bei den Hooligans hat man herausgefunden, dass ihnen ein Transmitter im Gehirn fehlt, der sie so ausrasten lässt. Bei den jungen Migranten ist man gleich der Rassist, aber selbst Ali Dogan hat hier gesagt, die Rassisten sind auch unter den Migranten zu finden, machen wir uns nichts vor. Und wenn man sich das aber 30, 40 Jahre lang vormacht, braucht man sich nicht wundern über die Probleme, die man jetzt in diesem Land hat. Unsere Bundesinnenministerin hält kein Statement für notwendig, wenn hier Jugendliche totgeschlagen werden nach Abi-Feiern. In Berlin sagt man eine Abi-Feier direkt ab, weil man Angst hat vor pro-palästinensischen Protesten. Ich frage mich, wann wir anfangen, uns zu Hause alle einzuschließen und uns alles nur noch liefern lassen, von Essen, von so weiter. Also, wo soll das denn hinführen, Leute? Und die schweigende Masse, sie stimmt zu, der Bürgermeister von Bad Oeynhausen, ihm platzt die Hutschnur, aber es kommt keinem über die Lippen, dass die AfD am Ende recht gehabt hat. Man kann nicht alle ins Land lassen, schon gar nicht unkontrolliert, schon gar nicht ungeprüft. Und jetzt haben wir den Salat. Wir haben schon über 50.000 Opfer nur sexualisierter Gewalt. Dazu hatte ich ein Video, könnt ihr euch anschauen. Ihr könnt gerne eine Kerze hier lassen für Philippos. Bleibt etwas sachlich in den Kommentaren, Beleidigungen helfen uns nicht weiter. Aber wir müssen hier endlich mal konstatieren, dass Landräte der SPD, dass Bürgermeister der CDU inzwischen alle kapiert haben, dass wir mit dieser Migrationspolitik so nicht weitermachen können. Und in Berlin machen sie bla 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 bla. Dieses Abschieben bei Terrorpostings, bei Anti, also das ist ein völliger Treppenwitz.
Das gilt nicht für geduldete Personen. Also 250.000 geduldete Personen sind von der Wirkung des Gesetzes ausgenommen. Dabei ist bei geduldeten Personen die Ausreise nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Aber sie spielen Hütchenspiel in Berlin und denken, sie werden wiedergewählt. Das wird eine heftige Wahlniederlage für die SPD und für die etablierten Parteien. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Schreib mir einen Kommentar unter dieses Video, abonniere den Kanal, abonniere auch meinen Telegram-Kanal. Dann verpasst du keines meiner Videos. Es gibt demnächst auch mal ein paar interessante Fakten zur Ukraine. Was uns das Ganze denn kostet, wenn wir sie in die EU aufnehmen zum Beispiel, das ist inzwischen öffentlich bekannt. Damit bis bald.